Männer, was haben die Titanic und wir gemeinsam? Beim Untergang habt ihr auch alle Lichter an! Ja, und da ist ja da die erste Bayern-Krise, ne? Nach dem Champions-League-Sieg gegen Barcelona hat der Nagelsmann Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und die Augsburger haben das ausgemacht, weil wir müssen ja Energie sparen. Und zur Belohnung, weil du so gut warst, darfst du noch aufs Oktoberfest. Ab ins Festzelt und verdient hast du Sauerstoffzelt. Der Nagelsmann. Gegen den bin ich ja gut drauf. Der Kellner auf dem Oktoberfest zum Nagelsmann. Ihr Glas ist leer, wollen Sie noch eins? Und er so, was soll ich denn mit zwei leeren Gläsern? Boah, was lange Gesichter auf dem Oktoberfest bei den Bayern-Spielern. 3 Stunden hat auf der Wiesn die Geisterbahn zu. Und dann hast du in deiner Masse wahrscheinlich noch alkoholfreies Radler. Beim Prose der Gemütlichkeit, ne, haben von Manet und Nagelsmann sich die Gläser berührt. Dann Nagelsmann gesagt, so Manet, jetzt bist du offiziell Stoßstürmer. Hermann, endlich ist wieder Herbst. Ich freue mich jetzt schon auf deine Kürbisbowle mit ganzen Früchten. Andi, so altbacken wie du spielst, da geh doch in die Steinzeit. Da gab's kein Training, keine Zweikämpfe, nur Grillen. Jetzt mal ganz im Ernst, wer geglaubt hat, der Manet ist ein Lewandowski-Ersatz. Der glaubt auch, ein Krokodil, was schreiben kann, ist ein Textil. Ja, und geilen Kader, den der Bratzo und der Kahn da zusammengestellt haben, den hast du halt jetzt, den Bayern-Kader. Kannst auch nicht mehr nachrüsten. Du kannst auch 2 Becher Sahne auf die Treppe stellen, da wird da auch keine Doppelrahmstufe draus. Nagelsmann raus bei den Bayern, das wird auch richtig teuer, der hat so eine Klausel. Und wen holst du? Den Körnerpapagei, den Tuchel. Mhm. Die passen ja beide so gut wie Jürgen Klinsmann, damals bei den Bayern. Ne, Hermann, falls die Bayern noch eine Buddha-Figur brauchen, sehe ich die ganz weit vorne. Bis zum 30. September ist jetzt erstmal Länderspielpause. Bin mal gespannt, wie Kahn und Co. das nutzen. Ne, Patrick! Du Raketenforscher! Du glaubst auch, die Sonne geht jetzt jeden Tag früher unter, weil der Meeresspiegel steigt. Ich kann den Bayern nicht helfen als Trainer. Zu viele Spieler der Generation Z. Wenn der letzte Buchstabe im Alphabet dein Aushängeschild ist, dann mach dir mal Gedanken. Könnten bei Asterix alle wen spielen? Hier, den kann nix. Dann haben sie alle diese Essbehinderung. Also, die sind Veganer. Ja. Zum Frühstück Canapé und ein Waldbeerilile. Ja, sicher. Gegen Durst hilft bei mir nur grobe Leberwurst. Kleines Herbstgedicht für die Bayern. Verblüht sind Dahlien und Ginster. Die Stimmung bei den Bayern, die ist finster. Die Rechnung steigt bei Gas und Licht. Der Tag nimmt ab, ich leider nicht. Stefan, nur weil dein Körper aufgrund einer genetischen Störung keinen eigenen Alkohol produzieren kann, heißt das nicht, dass dir die ganze Zeit nachlegen muss. Kennen Sie im Ernst, was ist das eigentlich für ein Zwergenaufstand in der Bundesliga? Hoffenheim, Freiburg, Berlin und dann 4. Dazwischen gemischt hat sich nur Borussia Dortmund. Das ist wie in der Kneipe, nach 3 Kurzen auch mal wieder einen Pilz trinken. Christian, du weißt, warum das mit deiner Eule nicht mehr läuft, ne, in der Kiste. Du musst Tiernamen statt Biernamen brüllen. Ja, und es ist wieder Länderspielpause, ne, die letzten Vorbereitungsspiele, bevor es losgeht für den Hansi Flick. Hat er Trainingslager schon verlegt, von Dubai nach Oman. Passt auch viel besser, ne? Ich denke auch immer, oh Mann, macht ihr da wirklich mit? Oder was? Spieler müssen sich auch noch akklimatisieren. Ja, ist sicher, das ist ja klar. Anstatt 50 Grad sind da dann auf dem Platz 25, weil da wird ja alles runtergekühlt. Ganz ehrlich, ey. Das wird was. Bin ich mit dem FIFA-Präsidenten Infantino in einem Raum? Da weiß ich, was ich mache. Da werde ich mal schön hinten ein. Und dann wird er sagen, sagen Sie mal, haben Sie gerade... Ich so, ja, sicher. Weil ich nicht wollte, dass Sie das einzige Arschloch sind, was sich zu Wort meldet. Kevin! Boah, der ist so hohl. Weil mein Obst ja nicht ungewaschen essen soll, geht er jetzt vor jedem Biss in den Apfel baden. Männer, was haben die Titanic und wir gemacht? Nochmal. Ab ins Festzelt und verdient hast du sauer. Nochmal. Bei den Fressen, die die Bayern-Spieler auf dem Oktoberfest gezogen haben, da haben die Wiesen... Ja, nochmal. Bei den Fressen, die die Bayern-Spieler da gezogen haben, haben wir nochmal. Ja. Nochmal. Ja, und jetzt... Tuchel sag ich schon. Geil, Tuchel raus bei Bayern, richtig. Meine Fresse, ey. Nochmal. Stefan! Nur weil dein Körper aufgrund von der genetischen Störung keinen einen... Nochmal. Christian, du weißt, warum das mit deiner Eulen in der Kiste nicht mehr läuft, ne? Du sollst... Nochmal.